Wir sind wieder unterwegs mit der digitalen WZ Autoschau. Heute sind wir an der Ilgendaler Straße bei Gottfried Schulz. Bei mir sind die drei starken Jungs hier, die mich hier durch den Laden führen werden. Tobias für VW, André für Nutzfahrzeuge und Reisemobile, ja. Und Tiziano ist für Skoda. Richtig. Bin gespannt, was ihr mir zeigen werdet. Haben da so einiges. Ein paar spannende Sachen vorbereitet. Werden einige schöne Einblicke werden. Bin mal gespannt, freue mich drauf. Lass uns loslegen. Ja, fast ein ungewohntes Bild. Urlaubsgefühl, Camping am Strand. Ich sitze hier bei André Kovacic. Hallo André. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, das kennt man ja wirklich nicht. Einmal das Gefühl nach den Monaten der Pandemie, aber auch hinter einem Campingwagen als Caddy, beziehungsweise Caddy als Campingwagen. Das muss mir erklären. Ja, das ist das neue Modell, das ist der Caddy California, hinter dem wir jetzt sitzen. Das Fahrzeug ist jetzt als neues Familienmitglied in die California-Familie mit aufgenommen worden. Und wie du siehst, haben wir hier jetzt bereits eine kleine Miniküche an Bord, damit du dir was zu essen kochen kannst während deines Kurzurlaubs. Wahnsinn. Die Stühle, auf denen wir sitzen, die sind direkt in der Serienausstattung mit dabei, als auch der Tisch. Wir haben ein bequemes Bett mit Tellerfedern und zusätzliche Taschen an der Seite, damit man auch zusätzlich was verstauen kann. Und man kann das Fahrzeug nicht nur zum Campen nutzen, sondern auch als Alltagsfahrzeug. Also ich kann es umbauen? Ja. Okay. Jetzt hast du gesagt, eben California hast du erwähnt. Ich kenne California noch von T4, glaube ich, war es. So schnörkeliger Schriftzug, sah immer cool aus. T4 ist ein bisschen was her, ja. Das ist dann eher deine Zeit vielleicht. Ich bin auch älter als du. Ja, hast dich aber gut gehalten. Aber die Serie gibt's noch? Die California-Serie gibt es, genau. Und das ist das neue Kind in der California-Familie, der Caddy. Das heißt, wir können dir jetzt mittlerweile drei verschiedene Fahrzeugmodelle anbieten. Der Caddy California mit einem kurzen Radstand, als auch mit einem langen Radstand. Das ist dann der Caddy Maxi California. Den T6.1, den Bulli als California. In drei verschiedenen Ausstattungslinien, glaube ich. Ne? Richtig, genau. Da gibt es den Beach, den Coast und den California. Je nachdem, was du für einen Anspruch an das Fahrzeug, an deinen Urlaub hast. Und zusätzlich bieten wir jetzt den Grand California 600 an und den 680er. Und das ist dann ein komplettes Wohnmobil, inklusive Küche, Dusche, Toilette, also eine fahrende Wohnung. Hört sich wirklich so an? Ja. Komplett ausgestattet? Komplett ausgestattet. Okay. Das kenne ich jetzt, das ist der kleinste. Bulli kenne ich, glaube ich, kennt man. Da hat sich wahrscheinlich, ist das der Klassiker? Das ist der Klassiker, genau. Dann will ich jetzt den 600er sehen. Alles klar. Das ist der größte. Der steht direkt nebenan. Komm, zeig's mir. Mensch, André, das ist hier ein richtiger Schlachtschiff, was ihr hier habt. Ja, das ist der Grand California 600. Das Fahrzeug ist 6 Meter lang, 3 Meter hoch und ist ein voll ausgestattetes Wohnmobil. Jetzt im Ernst, darf ich denn mit einem normalen Führerschein damit fahren? Das Auto darfst du fahren, wenn du einen Führerschein der Klasse B hast. Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Es gibt noch andere Ausstattungsvarianten, dann erhöht sich das Gewicht und dann hätte man ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,88 Tonnen. Dann brauchst du einen LKW-Führerschein, zum Beispiel wenn du ein Allradfahrzeug haben möchtest. Und das Auto gibt es dann auch noch mal 80 cm länger. Das ist dann der Grand California 680. Und wenn du den mit dem Allrad bestellst zum Beispiel, dann brauchst du einen LKW-Führerschein oder einen älteren Führerschein. Spielst du jetzt auf mein Alter an? Das wollte ich nicht. In dem Fall kommt es mir aber zugute, glaube ich. Das sieht ja aus da drin, Tisch, ist das ein WC? Das ist eine Dusche mit einer integrierten Toilette. Also ja. Das ist die Wohnung auf Rädern. Im Endeffekt musst du nur noch einsteigen und losfahren. Das ist ja richtig geräumig, du. Ich geh mal rein. Ja. Ich kenne manche Studenten, die haben keine größere Wohnung. Vor allen Dingen, die haben wahrscheinlich auch weniger Schlafplätze. Denn du hast hier im hinteren Bereich die Möglichkeit, quer zur Fahrtrichtung zu schlafen. Praktisch für eine Familie mit ein oder zwei Kindern. Mama und Papa liegen hinten. Und im oberen Bereich gibt es noch ein separates Bett, das du herausziehen kannst für Kinder. Und hier kann ich sogar richtig kochen. Genau. Spülbecken. Und WC. Unglaublich.
Ja, wir haben auch separat unten auch nochmal einen Kühlschrank, den dann halt auch von außen dann bedienen kannst. Ist halt alles sehr, sehr praktisch und gut angeordnet. Meine erste Wohnung war nicht viel größer. Jetzt ist es ja so, wenn wir sowas bestellen, wie lange muss ich da warten? Ist das immer... Ja, momentan ist es so, dass normalerweise die Lieferzeit für Wohnmobile relativ lange ist. Bei dem Fahrzeug kann ich dir aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr eine Lieferung garantieren. Wir haben jetzt derzeit ca. 4 Monate Lieferzeit. Oh, das ist ja fast nichts. Und das wird aber individuell angepasst, was der Kunde haben will? Oder ist das schon serienmäßig bei diesen Autos? Es ist sehr viel serienmäßig bei dem Fahrzeug. Wir haben die elektrische Trittstufe, die serienmäßig ist. Die Beleuchtung im Fahrzeug ist serienmäßig. Die Küche, die Toilette inklusive der Duschkabine, das Bett. Wir haben ein Automatikgetriebe bereits serienmäßig. Also es ist schon sehr, sehr umfangreich, was in der Serienausstattung enthalten ist. Und man kann es auf deinen Wunsch zum Beispiel, wenn du dich jetzt für das Fahrzeug interessierst, nochmal individualisieren. Wie ist es, wenn ich sowas Probefahrten, mit normalen Autos fährt man ja, macht man ja Probefahrten und sowas. Wie ist es hiermit, wenn ich das mal ausprobieren will? Wir haben ein Fahrzeug zugelassen, wir vereinbaren einen Termin, dann machen wir gemeinsam eine Probefahrt, damit du das Fahrzeug auch einfach mal wirklich kennenlernst. Manche Leute haben halt auch Respekt vor der Größe und während der Probefahrt wird dann relativ schnell klar, dass der Wagen wirklich sehr, sehr einfach zu rangieren ist. Der hat halt keinen großen Wendekreis, ist vergleichbar mit unserem Bulli vom Fahrverhalten und ja, probier's einfach mal aus. Das werde ich machen. Nee, das machen wir jetzt. Komm. Alles klar. Das war's wieder mit unserer digitalen WZ Autoschau. Heute bei Gottfried Schulz im Wuppertal auf der Oehlendaler Straße. Wir haben kennengelernt, wie die Marke VW mit Camping und Reisemobilität umgeht. Wir haben vieles zu E-Mobilität kennengelernt. Bei den Beratungen vergiss nicht, es gibt staatliche Förderungen vom Staat bis zu 6.000 Euro. Ja. Vereinbart euch einfach Probefahrten, nicht nur für E-Mobil oder Reisemobil, sondern für alle anderen Autos auch. Ich mache jetzt Feierabend, wir sehen uns bald wieder. Bis dann!